Ich will einen kleinen Zusatz noch machen zu dem vorhergehenden Selbstgespräch, dass du immer das spiegeln kannst. Das heißt, alles, was hochwertig ist, hoch ist, hochgehoben wird, der Wellenberg braucht ein Wellental. Wenn wir jetzt zum Beispiel Aussagen haben, es gibt dich inspirierende Aussagen, die dich in deiner geistigen Entwicklung weiterbringen, dann muss es zwangsläufig auch einen Dünnschiss geben. Und ich sage immer wieder, das, was Arschlöcher aussondern, ist Scheiße. Das sind Exkremente. Du musst lernen, ein Scheißefresser zu werden. Aber wie muss ich jetzt das verstehen? Jetzt pass auf, da mir die Seiten, die zwei Seiten, vier Seiten sind, denke jetzt einmal an dieses klassische Yin-Yang-Zeichen, dass sich das ja in sich selber spiegelt, sage ich schlichtweg und einfach, dass das, was der eine hochwertig definiert, ist für den anderen absoluter Scheiß. Das ist jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt die Wissenschaftler, wie die Formeln erklären in ihrem raumzeitlichen Denken, das ist geistiger Dünnschiss. Für sie selber scheint es was sehr Hochwertiges. Wenn ich jetzt das mit Holofeeling erkläre, ganzheitlich inspirierend, ist für die, wenn du die Fahrersprache nicht verstehst, das, was ich äußere, geistiger Dünnschiss. Aber wer bestimmt jetzt das? Wir sind doch schon wieder in der Kritik, in der Einseitigkeit. Wir sind schon wieder in der Kategorie 2. Ich sage dir, das gehört untrennbar zusammen. Weil ich kann dir ja erst das hochwertige, geistreiche in einer Formel erklären, wenn du auch eine nicht geistreiche Erklärung hast. Sprich, nicht geistreich ist gleich eine raumzeitliche Erklärung. Jede raumzeitliche Erklärung, die in dir auftaucht, die irgendeine Figur, ein Protagonist in deinem Traum, sprich in deinem roten Kopf äußert, wird ja nur von dem Geist erlebt, der das träumt, aus dem übrigens diese Figuren herauskommen, diese unendliche Vielfalt von Perspektiven. Das ist eine Bewährung, ist immer ein Vergleich mit einem einseitigen Ideal. Was mit Holofeeling passiert, dass du jetzt plötzlich diese Bewährung, die du machst, beziehst auf den einen Punkt, wo das entspringt, nämlich das Positive und das Negative. Und du plötzlich siehst, dass die zwei eigentlich aus vier Phasen bestehen, dass wir zwei Plus- und zwei Minusseiten haben. Dass Hunger was Negatives ist, aber im selben Moment auch die Vorfreude auf das Essen da ist. Das heißt, das Aufnehmen kann ich positiv sehen. Ich kann aber auch das Ausstoßen positiv sehen, wo ich sage, wenn du mal begreifst, dass das Kacken genauso viel Freude macht wie das Essen. Aber die Freude des Kackens kannst du ja erst erleben, wenn du vorher was gegessen hast. Jetzt bin ich wieder chronologisch. Nein, du kannst erst dann was wieder aufnehmen, zurücknehmen, etwas essen, wenn du das vorher ausgekackt hast. Was kommt jetzt zuerst? Von der absoluten heiligen Eins ausgegeben ist der erste Prozess des Kacken. Ich habe dir gerade gesagt, zuerst kommt das Minus. Und erst wenn du Minus, sprich was von dir abtrennst, ist was da, das du wieder aufnehmen kannst. Und dir muss das Ausdenken von etwas, egal was du dir ausdenkst, genauso viel Freude machen, wie wenn du das dann wieder zurücknimmst. Bloß du denkst dir so viele Sachen aus, mit denen du nichts zu tun haben willst. Und jetzt wirst du entheiligt. Ah, okay. Das ist der kleine Zusatz. Jetzt lassen wir es dann wieder gut sein.